Das höchste Wesen. Schwierigkeit 5. Belohnung 2 Sündpunkte. Robespierre ist die letzte Verbindung zu Germain. Diskreditiert ihn und macht ihn angreifbar. Um so den Großmeister aus seinem Versteck zu locken. So, und das spielen wir jetzt. Was soll das? Robespierre. Er hat diesen Tag zum Feiertag des höchsten Wesens erklärt. Ein Tribut an die Tugend der Nation und die ihr zu erweisende Bürgerpflicht. Warum klingt das so vertraut? Wenn es um die Templerdoktrin geht, ist sie sehr frei interpretiert. Hier werden wir nie nah genug an ihn herankommen. Ziehen wir uns zurück und warten auf einen besseren Moment. Du denkst noch wie ein Assassine. Diesmal habe ich einen Plan. Oh. Und wie lautet er? Denke wie ein Templer. Wunderbar. Und ich dachte, wir sollten jetzt rationaler sein. Was denkt er sich? Vive Robespierre! Schön, was die hier alles reden. Bravo. Jemand hat eine Zeitung draus gemacht, oder? Zeitschrift oder was auch immer das ist. Wenn höchstes Wesen nicht Robespierre bedeutet, fresse ich meinen Hut. Was soll das denn? Diese Zuschaustellung. Feuerwerk. Was nun? Robespierre ist unangreifbar. Die Hälfte seiner Garde ist hier. Wir kommen nicht näher als 10 Schritte an ihn ran. Genau wie ich sagte. Aber er ist nicht mehr so populär. Die Säuberung, das höchste Wesen. Wenn wir ihn diskreditieren, ist er am Ende. Ein großes öffentliches Spektakel ist der beste Ort. Ganz genau. Zeigen wir ihn als gefährlichen Irren, wird seine Macht schmelzen wie der Schnee im April. Aber wir brauchen überzeugende Beweise. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen. Kommst du? Triff mich danach. Ich habe eigene Dinge zu erledigen. Le Gentleman. Scheiße. Oh. Okay, das wir sind tot. Ja, gut, dann, na, ist egal. So, schaffen wir auf jeden Fall nochmal das Ganze. So. Immer mal einen Schluck trinken während des Let's Playen. Will ich zwar eigentlich nie machen, aber ist dann doch angenehmer zum ja, zum Sprechen ist das schon etwas besser. Noch nie hat ihm die Welt
sieht es eine ganze Nation im Kampf mit allen Unterdrückern des Menschengeschlechts. Drüben ist die Alarmglocke. Wir rennen mal außen rum. Nicht gleich frontal dort rein, sondern hier mal hier lang. Wenn wir da lang kommen. Was zum Teufel ist hier los? Ich zermal deine Rückgrat zu Staub. Wir rennen mal ganz klammheimlich hier lang. Scheiße. Jetzt gehörst du mir. Ei. Ah, so langsam. Okay, wir sind schon wieder tot. Ich weiß nicht, wie man da reinkommen soll. Ich bin am Überlegen. Ich bin echt noch am Zweifeln. Aber wir schaffen das. Wir müssen das schaffen. Scheiße, fast geklappt. Okay, jetzt sind alle in. Oh, ja. Schön. Ja, hey. Ich hab doch so viel Spaß dabei. Ah. Jetzt sind wir eh gleich tot. Siehste. Ja, also ist ein Versuch, was wert. Ich dachte, oh, guck mal, jetzt können wir hier gleich fast durchlaufen. Hätte fast geklappt, aber naja. Es war sowieso nur Spökes. Irgendwie. Sah aus wie eine gute Chance an. Man muss doch mal durchprobieren. Hier, so, okay. Vielleicht klappt ja das sogar. So dumm die Idee ist. Vielleicht klappt's. So. Haut ab! Den behalte ich im Kopf. Trotzdem alle an. Assassin's Creed funktioniert nicht mehr. Nein! So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, neuen Aufnahme ist das wohl mehr. Von Assassin's Creed Unity. Da ist mir gerade das Spiel abgeschmiert. Und jetzt starten wir hier wieder.
Diesmal sind die anderen, sind die Leute anders. Komisch. Was war das? Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin mit aufgenommen habe, wo wir schon ein paar Mal probiert haben. Oder war das Aufnahmeprogramm noch stehen geblieben? Ich weiß es gerade nicht. Und das gut Besondere an dem Programm ist, dass wenn das Spiel abgeschmiert ist, ich dann nicht mehr weiterreden kann, weil das hier alles mitläuft. Nein. Doch nicht da wieder raus, ey. Boah, das regt mich auf. Also, man könnte das so gut machen. Das könnte so besser laufen, wenn der dann wirklich dort rausspringt, wo man sagt, dort soll der raus. Und nicht anders. Das ist doch scheiße. Da kommt er genau von der Seite. Ja, komm, erschieß mich jetzt. Erschieß mich. Los, erschieß mich. Jawohl. Ja, zum Glück. Ich komme doch nicht aus der Seite wieder rausgeklettert, wo mich jemand gesehen hat. Da gehe ich auf der anderen Seite raus, versteck mich dann vielleicht oder renn auf der Seite weg dann. Alter, das ist so ein Quatsch. Ja, Alter. Also ich, mich regt das schon mal auf, ne? Also, so ein Käse, ey. Weiß jedes Kind. Arschloch-Scheiße hier. Was macht der denn schon? Oh, das regt mich auf. So, ich will mal was probieren. Mal sehen. Belastende Beweise. War wohl falscher Alarm. Ich geh zurück. Du hast alle sterblichen Geschöpfe durch eine gewaltige Kette von Liebe und Glück miteinander verbunden. Richtet die Tyrannen, die es wagten, diese zu zerbrechen. Republikanische Franzosen, an euch ist es, die Erde zu säubern, die die Tyrannen besudeln und die Gerechtigkeit auf sich zurückzuholen, die sie von ihr verbreiten. Und die Freiheit und Tugend. Ja, hau ab. Nein! Oh, scheiße, ey. Mann! Und da kommen hier die ganzen Idioten gleich wieder her, ey. Oh, Alter, das ist ein... Wutanfall, ey. Oh, nein. Das auf. Endlich ist er da. Der auf ewig Alter, ey, das regt mich doch so dermaßen auf. So ein Schwachsinn. Es war aber schon nicht schlecht, was wir da gemacht haben. Nur ungut. Die Republik ist hier und die Freiheit, den Glauben
Gebot der Stunde für alle Zeit und alle Menschen hätten gelesen. Es erfuhr die Könige nicht, um die Menschheit zu verändern. Geh doch da rein! Was zum Teufel ist da los? Nein, Fred, nein! Boah, das regt mich doch auf, ey. Der mich sieht ein. Einer sieht mich und dann kommt der Arzt. Oh, regt mich das. Alter, ey, das ist so eine Aufgabe und dann. Eine absolute Fail-Folge hier, ey. Oh, scheiße. Noch nie so oft Scheiße in dem Let's Play gesagt, wahrscheinlich. So. Seigneur, tout va bien? Non? A l'aide! Omar, au secours! Ja, hier regt sich noch irgendjemand auf. Ich weiß nicht wer, aber ist mir auch egal. Nein, doch nicht da rein! Jetzt geht auch! Boah, Alter! Das Ich finde dich, keine Sorge. Jetzt gehörst du mir. Das bringt doch nichts mehr. Alter, ey, das gibt's doch nicht. Ich schneide das bald raus hier alles. Aber ich will es drinnen lassen. Dass man sieht, wie scheiße ich hier spiele. Ich bin da doch gar nicht so. Ja, aber ganz ehrlich. Naja, ist das eben die Folge der Fails. Muss auch mal da sein, muss auch mal da sein. Das? Ja! Mal sehen. Nein. Belastende Beweise. Nein. Belastende Beweise. Scheiße! Das sieht er mich! Kannst du aber auch nicht gegen Ander. Kannst du machen, was du willst. Da kommst du nicht gegen an. Wir waren da schon drin. Wir waren da schon drin. Aber es war nicht schlecht. Wir waren schon drin. Ihr fickt mich an, ey. Oh, das sieht er uns immer noch. Der guckt da schon hin. Oh, oh, ey. Ohne Worte, ey. Ohne Worte.
Das ist wirklich eine Stelle, da. Du kannst uns mal helfen, du blöde Kuh. Jetzt kämpfe ich mich durch hier, ey. Ihr kotzt mich an! So. Ich habe keine Ahnung, wie man das anstellen soll. Wahrscheinlich brauchen wir da irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, wie das gehen soll. So. Wenn du einmal entdeckt wirst, hat das einfach keinen Sinn mehr zu kämpfen. Kannst dich eigentlich umbringen lassen. Wahrscheinlich ist das übel simpel. Wahrscheinlich ist das übel einfach und ich schaff's nicht. Natürlich! Ja, ich würde noch mehr, ey. Halt die Fresse. Was ist denn das für ein Scheiß-Level? Wer macht denn sowas? Wer macht denn so ein Käse? Boah, mich regt schon auf, dass ich mich jetzt aufregen muss. Ja, komm zu langsam. Oh, komm hier, ist mir scheißegal, was ihr mit mir macht, ey. Ohne Witz. Ja, hier, Gesetz von am Arsch. Am Arsch! Mann, ey. Natürlich, kommt einer, kommen alle oder was? Hä? Wo sind wir denn hier? Einer läutet die Glocken. Jawohl, wenigstens was. Ich habe echt keinen Plan. Ich habe keine Ahnung.
Natürlich, wir haben den jetzt auch nicht getroffen, den finalen Schlag. Ja, komm hier, da kommt er noch mit seinem hässlichen Scheißschwert da rein. Ach, ey, das ist doch nicht wahr. Entschuldigung, da ist mir gerade was runtergefallen. Mal sehen. Belastende Beweise. Belastende Beweise. Es in Angriff zu nehmen und die Kraft, es durchzuführen. Hat seine unsterbliche Hand nicht, indem sie den Kodex von Recht und Gleichheit in die Herzen der Menschen pflanzte, doch auf das Todesurteil für Tyrannen hinterlegt? Ah, endlich. Meine Stimme nicht. Nur Anbeginn der Zeit. Die Republik liegt in Kiel. Merlin, Tallien, Bourdon. Allesamt Abgeordnete des Nationalkonvents. Listen von politischen Figuren, geschrieben von der Hand eines Mannes, der seine Rivalen gern auf die Guillotine schickt. Ja, das sollte doch funktionieren. Sondern es erschuf das Universum, um seine Macht zu zelebrieren. Es erschuf die Menschen, um den Nächsten zu lieben und ihm zu helfen und das Glück zum Ziel zu erreichen. Der Schöpfer der Natur hat alle sterblichen Geschöpfe durch eine gewaltige Kette von Liebe und Glück. Wir haben es geschafft! Komm her! Ich zerquetsche dich wie eine Kuh! Wir haben es geschafft. Alter, wir haben es geschafft. Oh! Alter, wir haben es geschafft. Oh, und in der nächsten Folge machen wir dann weiter und versuchen das hier. Ernsthaft, ohne Scheiß, ich bin so... Die Quatschtorte, ja, die Quatsch. Alter, anstatt uns mal zu helfen. Ja, Alter, wir machen in der nächsten Folge weiter, ey. Boah. Ich bin gespannt. Also bis dahin und ciao. Hoffentlich läuft es besser. Ja, ciao. Ach, ciao.